Ich pirsch mich da mal möglichst vorsichtig dran an. Entschuldigung, wenn ich relativ wenig erzähle, aber ich bin so ein bisschen... Und was das mit diesen Schreinen da so auf sich hat, ne? Da haben wir auch schon die kuriosesten Sachen erlebt. Da lasse ich mal besser die Finger von. Klickst du da an irgendwie und dann, ja, Schutz und Wegen. Ne? Man kennt das. Guck mal, ob ich die hier irgendwie anlocken kann. Oh. Das ist gerade erledigt. Vielleicht doch hier mal ganz kurz hier hin. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gegen Gefängnis. Türen. So. Da sind noch. Ganz, ganz, ganz viele. Das ist ja mal gar nicht so gut. Will man nur mal guten Tag sagen? Dann machen die sowas. Wollen Sie wissen? Oh, die Moli. Oh. Ja, die wollen es wirklich wissen. Lass mich doch mal da. Ja, danke. War auch nervig. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Mistzelle. Nehmen auseinander die Tür. Auch hier. Einmal kräftig dagegen treten. So. Okay, wie sieht's aus? Wir haben den Bereich jetzt soweit frei. Das heißt, auf hinten die Ecke müsste ich mir noch. Die Ecke müsste ich mir noch angucken. Diese hier. Dübel hier, Dübel. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, erstmal hier gucken, dass ich auf Maximum komme hier mit meiner Gesundheit. Und zumindest so halbwegs auf Maximum. Und dann gucken wir uns mal hier diese prächtige Truhe an. Wow. Das war ja mal interessant hier.
Haben die da ihre Kraft irgendwie aus dieser Truhe bezogen? Da war ja irgendwie so wie so ein Energiestrom. So, da haben wir noch die Kollegen da. Was haben wir denn da Schönes? Eieieiei. Was ist das? Was? Ellipsen, Nexil, seltener Ring. 8,4% Widerstand gegen Feuer. 8,4% Widerstand gegen Gift. 5,5% Schaden gegen entfernte Gegner. 6,5% Schaden gegen folgende Gegner verlangsamt. 5% Schaden des Typs Kälte. Okay. Den weg. Den ran. Würde ich mal so behaupten wollen. Dann. Was war das denn? Sachen, die ich nicht benutzen kann? Die könnte ich direkt schon mal. Als Ramsch. Hm. Seltener Dolch. Den leg ich mal an. Was ist? Grausam gewöhnlicher Bogen. Ja. Ach, wegen den Dornen und so, ne? Da bin ich mal so ein bisschen drauf fixiert. Das Ding ist, glaube ich, selten, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Ja, okay. Hat sich gelohnt. Erstmal würde ich es mal so behaupten wollen. Jetzt müssen wir hier irgendwie noch rauskommen. Und da ist immer noch ein Bereich, den wir noch nicht uns vorgeknöpft haben. Den würde ich mir ganz gerne noch vorknöpfen, wenn das denn geht. Ein zorniges Phantom weniger. Was ist denn das da schon wieder? Und so, hast du nicht gesehen? Oh. Das war jetzt nicht so gut. Die Falle ist mir direkt entgangen. Da sollte ich mich von fern halten, nach Möglichkeit. Und ich sollte zusehen. Oh, was ist los? Hallo? Weg. Geht das? Ich müsste hier mal ganz schnell und so. Boah, das geht ja gar nicht. Ich habe keine Tränke. Ja, du sollst hier, Ihr da! Bitte, helft uns hier raus! Was? Auch so weit noch. Mir geht's gerade nicht so gut. Tut mir ja sehr leid. Aber. Uiuiuiuiui. Ich muss hier weg. Irgendwie sein, hier irgendwie sich wegteleportieren zu können. Ja, alles sehr leid. Oh Mann, was hab ich hier losgetreten? Ist das denn die Möglichkeit? Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht so schön. Wenn ich hier Ei, dieses Kaninchenröhrchen.
nicht wirklich nur die Hände in die, im Augenblick die Beine in die Hände nehmen und zusehen, dass ich hier wegkomme. Und zwar möglichst zügig. Ich weiß im Augenblick nicht, ob ich hier richtig lang renne. Aber mit solchen Problemen habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Ist wieder Ausgang? Ich muss hier raus, und zwar möglichst schnell. Mayo. Um die Leute, die da jetzt da irgendwie gefangen waren, tut's mir leid, aber. Mayo, da geht ja gar nicht. So. Erstmal ab zur Heilerin. Okay. Und dann müsste ich mal ganz kurz Quest abgeben. Ja, also tut mir leid, aber das war jetzt da, ne? Ja, da war ich jetzt so gar nicht drauf vorbereitet und hätte ich jetzt nicht mit solchen Widerständen da gerechnet. Mann. War der nicht hier? Ach, ich wollte doch sagen, hier muss ja doch irgendwo in der Nähe gewesen sein. So, mein Freund. Ich habe den Geist eures Sohnes zerstört, doch er hegt einen tiefen Hass auf euch. Oder hegte vielmehr. Und doch fühle ich ihn immer noch. Ich höre immer noch seine Schreie. Die Wahrheit wird mich nie loslassen. Nee. Ich habe meinen lieben Jungen für eine Sünde fortgeschickt, die mein eigenes Werk war. Das Blut klebt an meinen Händen. Ja. Ganz und gar. Himmel, vergib mir. Ich muss meinen Sohn besuchen. So sieht's aus. Ich komme. Korrig. So, Schreie der Unschuld, jetzt will er da wahrscheinlich hin, oder wie? Aber wir werden es nicht erfahren. Er löst sich einfach auf. Da war doch irgendwo noch so ein Questgeber. Ach, da, in der Nähe. Da war doch. Oder eine Weiterführung da, dieser Märtyrer. Irgendwie sowas. Ach so, oh, Moment, Augenblick. Da fällt mir was ein. Da hätte ich fast was vergessen. Müsste man ganz kurz. Seht es mir bitte nach. Müssen wir ganz kurz auf die Schnelle. Ein paar Sachen machen. Wäre teleportieren jetzt schneller gewesen, aber egal. So, hier war doch irgendwo jemand, der da mir weiterhelfen kann. Heiler? Nein, Schmied. Achso, ja, da könnte ich bei der Gelegenheit. Moment mal. Noch mal eben kurz reinspazieren. Orientierung. So, mein Freund. Hallo. Gesamten Ramsch erstmal weg. Ja. Eine gute Ausbeute. Er ist zufrieden, ich bin zufrieden, alle sind zufrieden. Cool, dann bei der Gelegenheit hier mal ganz kurz sortieren. Raunende Obolusse. Ich würde vorschlagen, erstmal hier zu. Wir geben uns mal ganz schnell noch zur Truhe, die hier ja auch irgendwo ist. Kann man das immer nicht merken. So, hier einmal um die Ecke, dann hier rein, dann da rein, dann hier rein, dann ist da die Truhe. Wir interagieren. Nehmen das weg.
Wir sagen jetzt mal alles da rein. Ne? War das hier mit? Auch weg. Ja, komm. Ja. Einmal sortieren, einmal hier sortieren. Und wie war das? Rechtsklick. Ah, genau. Die Obolusse, die nehme ich dann auch noch mit. Die Raunenden. Und dann gibt es doch hier jemanden bezüglich der Heiltränke, der da was machen kann. Wo ist denn? Wo ist da? Nee, da. Nee, da brauche ich nicht. Hier gibt's ein neues. Eine neue Nebenquest. Auch nicht verkehrt. Heiler Alchemist, genau. Da will ich hin. Alchemist, Alchemistin, je nachdem. Moment, da geht's weiter. Da müsste ich mal ganz kurz Hallo sagen. Nicht richtig? Auf Bestellung gebraute Mittel. Ja, dann her damit. Was haben wir denn? Also, wir haben die Spielerstufe 20 erreicht. Wir brauchen Galgenrebe, da haben wir was von. Und Weißbären haben wir auch. Herstellungskosten können wir uns auch leisten. Her damit. Leichter Heiltrank wäre die nächste Stufe. Dann brauchen wir schon die Spielerstufe 30. Und die anderen Sachen, die wir dafür benötigen, haben wir aber auch schon alle zusammen. Cool. Sehr schön. Dann haben wir das auch noch eben gemacht. Kann nicht verkehrt sein. Achso, und hier ist irgendwo noch ein Questgeber. Die Nebenquest würde ich dann doch ganz gerne hier mitnehmen. Die andere habe ich nicht vergessen. Das Ausrufezeichen ist mir dann noch bekannt. Das ist mit ihm. Sagt, wo sind eure Mädchen? Sind sie endlich weggelaufen, um Ritter zu spielen? Sie sind heute Morgen nach Cor Valar aufgebrochen. Dort bekommen sie Essen, eine Ausbildung, mehr als ich ihnen bieten kann. Tja, das ist dann immer so der Punkt, ne? Dann hat manchmal keine andere Wahl. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Mein Junge, ich glaube, dass er besessen ist. Sorgt euch nicht, Petr. Die Kathedrale wird euch nicht aufgeben. Ja, dann schauen wir mal. Schwester Octavia. Seelenleiden, was geht hier vor? Ah, gut. Ihr seht fähig aus. Ich könnte zwei zusätzliche Hände gebrauchen, um den Dämon auszutreiben, der in den Sohn dieses Mannes gefahren ist. Okay. Wir treffen uns dort im Keller. Und macht euch darauf gefasst, ein Wunder zu bezeugen. Keller, Wunder, ach hier. Ja dann, ab in den eisigen Keller, in den eisigen Keller. Hier unten ist es kälter als da draußen. Ein deutliches Zeichen dämonischer Präsenz. Ja. Das kann ja lustig werden. Was verlangt ihr von mir? Nehmt meinen Kelch und platziert ihn vor dem Jungen. Ich muss in meinem Gebetsbuch nach den richtigen Passagen suchen. Kelch, Junge. Okay. Heiliger Kelch, Inventar anzeigen. Moment. Ist. Ah, da. Ah, da ist der Kelch, den muss ich dann platzieren. Okay. Ja, wo ist denn der Junge? Der macht doch bestimmt Ärger. Ach, da muss der Kelch, da muss ich den platzieren. So, haben wir gemacht. Bester, ich weiß, dass die gängige Methode der Kathedrale ist, die besessene Person zu verbrennen. Was? Manche Geistliche können recht verbissen sein, wenn sie die Schriften befolgen. Hier wird das nicht passieren. Da bin ich aber gespannt. Sei Dank. Ich traue ihr da nicht so wirklich über den Weg. Bevor ich die Dame da anklicke, ich mache hier mal so ganz kurz so einen Rundumgang. Guck mal, was hier so rumsteht. Ob man Sachen vielleicht jetzt schon gebrauchen kann. Und wo ist der beste Fluchtweg? Das vor allen Dingen. So, ja. Beginnt mit dem Exorzismus, ob das eine gute Idee ist. Vater Inarius,
reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Lasst das Licht die Dunkelheit. Erbärmlich. Das Kind gehört mir. Ja. Das ist meins. Gütiger Engel, mein Sohn. Im Augenblick. Lasst das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in diesem Kind verbirgt. Vater, treibt diesen Dämon aus. Euer Gewimmer hat hier keine Wirkung. Oh, ich wusste es, ich wusste es. Seine Seele gehört mir. Vater, beschützt dieses Kind mit eurer Gnade. Ich befehle euch, aus diesem Körper zu entfliehen. Yep. Nein, nein! Ach so, ich werde nicht mehr. Ich versuche mein Möglichstes. Es ist vollbracht. Ufer 21. Vater, mein Junge, kannst du mich hören? Bitte, sag etwas. Vater? Wo bin ich? In der Hölle, mein Sohn. Oh, Vater, dir geht es gut. Ich danke euch, Schwester. Sehr gerne. Ich bin sicher, dass ich euch bei der nächsten Messe sehe, oder, Petra? In der ersten Reihe? Natürlich, Schwester. Selbstverständlich. Alles, was ihr wollt. Geben wir ihn einen Moment. Sprecht draußen mit mir. Was hat sie vor? Das war interessant. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr seid besser für solche Arbeit geeignet, als ihr denkt. In Kyovashat gibt es noch viele Menschen, die mich brauchen. Falls ihr Zeit habt, würde ich eure Unterstützung begrüßen. Okay. Ja, plus 30% Ansehen, blablabla, bla bla, Quest abgeschlossen, sehr schön. Seelenleiden. Für die Stimmarbeit. Gut, ich finde, das ist ein relativ guter Abschluss für diese Runde. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten wieder, hoffe ich doch. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.